Ja, moin moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Genau so sieht's aus. Da hinten ist wieder ein Hund. Oh, und da ist ein Bösewicht. Weggebackt. Soll er doch. Ja, meine Taschen sind schon ein bisschen voll. Wie man sieht, ich bin wieder in der Nähe der zerstörten Stadt. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier auch ein paar Tage verweilen. Ich habe ja hier eine neue Gegend quasi erkundet. Oh, warte mal, ich muss gleich nochmal gucken. Genau, da unten müssen wir irgendwie hin. Und dafür müssen wir erstmal hier ein paar Meter gehen. Ich hatte ja hier die paar Läden schon mal leergeräumt gehabt. Aber natürlich hier so gut wie nichts erkundet, denn ich war nur in diesen Stiff-Läden und habe da oben ja einmal genächtigt auf einem und da werde ich jetzt nochmal hin, auch jetzt gleich meine Sachen nochmal entleeren und ups und ein Hotel bzw. Apartment ist hier ja auch noch in der Nähe. Oh, kurz mal wegen Hunde konzentrieren. Achso, das ist alles empty. Ja, und aber wo ist ungefähr? Da ist die Kiste, ne? Da, wo das Zelt ist, oder? Ja. Okay, da werden wir jetzt einmal so ein bisschen quer durch. Mal gucken, was wir noch gelootet kriegen. Da hinten ist wieder ein Hund gewesen. Deswegen gehen wir hier einmal so ein bisschen durch. Die Tasche ist eh fast voll. Warte mal. Das können wir scrappen. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Ups. Komm, du. Legst dich mal auch kurz hin. Jawohl, was zu essen. Ich habe nämlich auch nichts zu essen mitgenommen. Ich bin mir unsicher, ob das jetzt so klug war. Es könnte ein Fehler gewesen sein. Ich gehe aber davon aus, dass ich hier genug finde. Deswegen, ja, bin ich dieses Risiko eingegangen. Zu trinken habe ich noch nicht so viel. Ich habe gedacht, ich habe es hecheln hören. Ich mache das erstmal grob. Ach komm, so viel Stoff braucht kein Mensch. Komm ich hier durch? Nö. Ich will nochmal schauen. Rein theoretisch. Ist hier oben noch ein Regal, ein Bücherregal? Ja, da. Da tun wir uns. Das müssen wir uns angucken. Das ist nicht zu fassen, ne? Also ich finde in den Bücherregalen nicht mehr das, was ich brauche. Ich bin hier erst seit ein paar Folgen etwas enttäuscht darüber. Meine Wrench kann ich mir, glaube ich, bin ich mir recht sicher herstellen. Das können wir scrappen, das können wir nicht scrappen. Wir scrappen das erstmal und entscheiden dann später, ob wir das mitnehmen. Warte mal, aber eine Wrench. Ups, da will ich nochmal gucken. Wrench. Ja, kann er. Dann können wir das auch scrappen. Gelootet haben wir hier alles, alles klar. Ne, das wollten wir nicht einsammeln. Oh. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal Richtung Schlafplatz. Ach komm, das. Genau, immer schön noch umgucken wegen den Hunden hier. Deswegen bin ich jetzt auch immer in der zerstörten Stadt immer mal ein bisschen leise, um das mögliche Hecheln der Hunde zu hören. Bienen sind ja relativ entspannt. Ich
So, hier war auf jeden Fall eine Gegend, wo ich nicht so viel gelootet hatte, wenn ich mich nicht, genau, wenn ich mich nicht ganz täusche. Airdrop. Wo wirft er das ab? Da. Okay. Kümmern wir uns natürlich mal um Airdrop. In dieser Phase, also sprich Alpha 13 Singleplayer, habe ich ja so gut wie nie einen Airdrop mir geholt. Weil ich es einfach nicht mitbekommen habe. Zwischendurch war irgendwie mal Sound aus oder so. Irgendwie sowas. Dass ich es gar nicht gehört habe, ob ein Airdrop kommt. Deswegen, ich glaube, mehr als ein Airdrop oder so habe ich gar nicht bekommen. Glaube ich. Und wenn das natürlich hier so in der Nähe runterkommt, das wäre mehr als fatal. Wenn ich mich nicht drum kümmere. Was nur blöd ist. Meine Taschen sind brechend voll. Da ist noch wieder ein Hundi. Komm, wir scrappen das. Alles schon da. Scrappen wir auch. So, das scrappen wir auch. Dann können wir es direkt einsammeln. So, genau, bevor einer nervt. Ach Mann. Oh oh. Scheiß! Okay, ich kann es noch einsammeln. Sehr gut. Das war mir wichtig. Upsala. Der will auf jeden Fall noch was von mir. Oh. Das, habe ich auch noch nicht gehabt. One-Shot beim Bullen. Krieg ich... Oh. Die nicht mehr gelootet, ne? Hast du der Hund sowieso so nicht? So, wo? Hier. Also, wir brauchen nicht unbedingt das. Zwei Leder brauche ich auch nicht. So, das Rezept. Das Rezept. Hat er es irgendwo hingeworfen? Ach Gott. Ist das irgendwo hingepackt? Das fliegt ja immer gerne. Wenn man es aufsammeln will, aber die Tasche voll ist. Tasche ist voll, dann ist es echt immer blöd. Gut, hilft nix. So, und dann werden wir einmal kurz Sachen wegbringen. Also wir finden jetzt noch irgendwie was zu essen oder zu trinken, das wäre noch cool, das nehmen wir natürlich mit. Außer sowas. So, in dem war ich, glaube ich. Nee. Das ist das, was wir kennen, ne? Ja. Gut, dann jetzt aber einmal Sachen wegbringen, bitte. Hier hinten. Working Stiff Station. Und mein Puls wieder ins Unermessliche. Hunde.
Hunde sind echt nicht meins, ey. Alter Schwede, da wird mir immer gleich, gibt mir einen Schauer über den Rücken. Hunde, also die könnten sie rausnehmen aus dem Spiel. Dann würde ich deutlich entspannter spielen können. So, hier trinken wir mal eins. Nicht alles wegräumen. Ich hatte übrigens beim Losrennen gemerkt, dass ich die Iron Pickaxe und die Fire Axe nicht mitgenommen hatte. Das war auch sehr klug. Deswegen muss ich mir den jetzt auf dem Weg nochmal neu machen. Oh, ist wieder gut was los hier. So, deswegen gehen wir aber mal runter. Wollen ja nicht unnötig das Haus hier zerstören lassen von denen. Oh, eigentlich müsste ich mich aber um die mal kümmern. Wenn das so funktioniert. Und die nicht hier unendlich viele Zombies dadurch anlocken. Beziehungsweise spawnen lassen. Oh ja, Vitamine ist immer gut. Auch wenn die Wellness jetzt nicht so schlecht ist bei mir. Oh, nachladen. Ich hab ja vor, das wäre nämlich super cool, mal mit der Wellness auf 200 zu kommen. Das wäre mal geil. So. Hier hinten war auch noch einer. Zwei sogar. Dieser brennende, ne? Das ist so nervig, wenn die noch so nachbrennen. Ich meine, wer braucht so ein Brot, ne? Ups. Kannst du schön selbst behalten. Ist noch einer im Haus? Ach da. Komm mal ran. Bisschen clearen hier. Okay. Das wär's. Dann bringen wir die Sachen nochmal hoch. Hilft ja nix. Wäre ja Quatsch, das jetzt mitzunehmen. Vitamine immer gleich. Antibiotikum haben wir ordentlich hier. Also Verpflegung ist nicht schlecht. Hier gucken wir gleich mal. Das lassen wir auch da. Haben ein bisschen Platz. Pickaxe brauchen wir. Die Waffe können wir hier lassen. Iron schießt. Glaube ich, können wir schon. Ja, können wir. Dann scrappen wir das nochmal. Ja, komm, die paar Sekunden warten wir jetzt auch noch hier. Bis der Papier fertig ist. So, und dann gucken wir uns mal. Did Apartment on. Ich und Leitern. Ganz großes Kino. Warte mal, was war das nochmal? Ich hatte das schon mal geguckt, ich habe es aber wieder vergessen, was hier drin ist. Essen? Ah nee, genau. Hier Waffenladen, genau. Waffenladen. Ja. Gehen wir mal rein, würde ich sagen. Hier vorne hatten wir alles, ne? Ja. Nee, so. Ja, und zu Hause habe ich natürlich noch nichts repariert. Also wozu?
habe echt noch Zeit, bis die nächste Horde kommt. Und deswegen habe ich das bis jetzt erstmal gelassen. Da jetzt noch irgendwas zu reparieren. So, ich bin mal gespannt, was ich hier noch für Rezepte kriege, aber natürlich tendenziell für Waffen. Also wer es noch nicht weiß, ich brauche das Gas-Rezept, und zwar dringend. Dann kann ich mich nicht endlich mit meinem Minibike auf den Weg machen. Bisher darf ich immer schön zu Fuß laufen, was echt anstrengend ist. Und so weit ist es nicht, aber es nervt halt, ne? Du wärst so viel schneller. Und vor allem würde ich auch noch mal irgendwie ein paar andere Gebiete erkunden können. Die zerstörte Stadt ist halt sehr zerstört, ne? Du findest hier nicht so viele Läden. Und das ist ja eher suboptimal. Du kommst ja nur langsam voran, ne? Du brauchst immer Ewigkeiten, du brauchst ja ungefähr so 4 Endgame-Stunden, bis du von der Base hier zur zerstörten Stadt gelaufen bist. Und ja, bist du hin und rückweg, bist du einen knappen Tag unterwegs. Also wenn man jetzt mal berücksichtigt, dass man jetzt nachts sich nicht unbedingt bewegt. Suboptimal. Ich glaube, das kann ich noch nicht. Aber die Waffen werde ich alle mal, die Waffenrezepte werde ich mal alle sicherheitshalber lernen. Denn, das kann ich nicht so gut kontrollieren, außer ich habe die Teile dazu, um es herzustellen. Erstmal, was hier im Safe drin ist. Selbst die kann ich. Flaming kann ich, ne? Ja, Flaming kann weg. Scrap. Scrap. Ja, ja, dann wird fertig. So, AK haben wir, ja, Assemble. Dann können wir AK aufscrappen. Denn das können wir. SMG. Habe ich jetzt keine Teile hier, deswegen lerne ich es mal sicherheitshalber. Dann kannte ich aber schon, okay. Das kann man zum Verbrennen nehmen, aber. So. Zum Verbrennen brauche ich hier nichts. Laser, die kann ich auch. Die kann ich, glaube ich, auch. Die Iron Boots, ich glaube. Ich kann alle. Oh, nein, die kann er nicht. Dann scrappen wir mal. Da können wir nämlich gleich nochmal ins Haus rein. Ich glaube, das Teil habe ich auch noch nicht. Bei AK wird unwahrscheinlich, dass ich die nehme. Oh, das ist unlocked. Wieder mal eine 600er Wrench. Hm, kannte ich auch schon. Hätten wir uns sparen können. Gut, Vitamine nehmen wir mit. Werde ich mich. Nee, ich werde hier nicht abkochen. Gläser habe ich auch ohne Ende. Wenn ich gleich in dieses Apartment Hotel oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, gehe, werde ich noch genug looten, was mir ausreichend Verpflegung geben wird. Warum seid ihr denn so nervös? Hund ist hier nicht. Das braucht auch kein Mensch.
Gut. Wenn die jetzt nicht mitkommen, die Zombies, dann gehen wir jetzt ins Apartmenthaus. Vielleicht schlafen wir denn da auch mal eine Nacht. Das ist eigentlich ganz gut möglich. Ich werde essenstechnisch ganz gut überleben können. Da ist er. Komm ran hier. Munition haben wir auch noch recht ordentlich. Und dann gehen wir erstmal fein nach oben. Ich werde hier nochmal eine Ebene zumachen, damit die gar nicht auf die Idee kommen. Oh. Und denken, dass hier einer drin ist. So, Holz habe ich glaube ich auch noch genug. Ich will noch ein paar Frames gleich machen. Setze ich die nämlich auch noch hier hin. Und dann können wir hier schön in Route, in Ruhe looten. Alter, wie groß das immer ist, ne? So, jetzt sind wir immer noch nicht am Ende. Ja, jetzt sind wir am Ende. So. Zack und weg. Mal reinschnuppern. So, ich würde dann wieder sagen, ich mache mir hier erstmal ein Storage. Und wenn hier auch wieder ein paar Sachen ablagern. Zack. Das können wir erstmal scrappen. 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 Nicht scrappen. Das kann schon mal rein. Ja, ich mach's klein, auch wenn das nicht so unbedingt von Vorteil ist. Aber ich kann es jetzt gerade nicht gebrauchen. Also auch nicht in der Größe, weil ich werde ja mit den Sachen auch wieder zurücklaufen wollen und müssen. Und deswegen packe ich die erstmal wieder schön in die Kisten. Ja. Das ist ungünstig. Gucken wir mal, was wir hier noch vielleicht zu essen haben. Ja. Essen und Trinken wird mal wieder nicht das Problem. Sehr schön. Ja, die Verpflegung steht. Das können wir wieder scrappen. Das ist auch sehr gut. Trinken müssen wir nichts. Essen ist nicht ganz so optimal, sehe ich gerade. Drüben hätte ich aber noch ein paar größere Dosen. Hatte ich jetzt hier, ja, eine kleine nochmal. Und Honig könnte ich mir zur Not auch einziehen, brauche ich aber nicht. Also ich glaube schon, wenn ich die anderen Zimmer hier abgehe, werden wir schon noch genug finden. Hier ist Unlocked. Ist aber nichts drin. Unlocked. Keine Vitamine. Das kochen wir uns nicht extra ab. Und hier ist auch nichts weiter dran. Gut, dann haben wir das Zimmer auch soweit durch. Ich glaube, draußen ist ja, glaube ich, nie was, ne? Nee. Blumentopf. Den können wir da lassen. Ja, wir werden die Hütte hier auseinandernehmen. Also sprich, loottechnisch.
Dazu werden wir bestimmt, ja, 2 Tage, 1, 2 Tage brauchen. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder mal gucken, ob wir rübergehen oder auch nicht. Oder ja, wir werden ja dann die Taschen hier wieder voll haben. Die Kiste vor allem. Und auch die drüben. Oh, und dann gucken wir mal, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer LP Gonji. Tschüss.